Light, light. Interessanter Bounce, würde man sagen, wenn man einfach auf einem Ton oder auf einem Vokal rotiert. Light. Vor allem, dass sie das auch auf diesem Light macht. Und auch ein bisschen tieferer Kehlkopf. Ich glaube, ich bleib wieder allein. Tieferer Kehlkopf hier auch. Und ich spüre den Wind. Phrasen innerhalb Strophen. Ich bin wieder. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Euer Lieblings-Vocal-Coach Tanja Levy ist wieder am Start. Und heute schauen wir uns wieder ein Video von der Katja Krasavice an. Yes, Queen, yes, Queen, yes, Queen! Ja, ich habe mich total gefreut, dass die Katja eins meiner Videos gerepostet hat, sprich, dass sie das bei ihr halt in ihrer Story erwähnt hat, und zwar die Gesangsanalyse zu ihrem letzten Musikvideo. Schaut doch auch nochmal in unsere Playlist rein. Da haben wir Katja von der ersten Single bis zur letzten begleitet und das Ganze mal analysiert. Und heute schauen wir uns mal die Akustikversion von Highway an mit Luna und Ele. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem und ich spüre den Wind, denn nur so fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Und ich seh die Sonne spiegelt sich in der Schuppen, Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein Star. Ja, ich war, ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Da hören wir schon eine Mischung zwischen Kopf- und Bruststimme. Das erste Ich war auf Kopfstimme angesungen und dann wieder weiter in die Bruststimme. Sowas finde ich ganz schön. Diese Flips, die man macht innerhalb Wörter, innerhalb Phrasen, innerhalb Strophen. Ich bin wieder. Und ich spüre den Wind. Es ist halt nicht und ich spüre den Wind. Es ist und ich spüre den Wind. Also ein bisschen mehr lockerlässiger und nicht ganz so sauber artikuliert oder akzentuiert. Ja, das Ganze ist dann einfach nicht so sauber artikuliert, wie jetzt zum Beispiel im Schlager. Im Schlager achtet man ja sehr darauf, dass man Vokale, Konsonanten, jegliche Art von Buchstaben da auf jeden Fall mitnimmt. Und hier bei der Luna ist es ein Zusammenspiel. Wir haben also einmal Kopfstimme angesungen, dann geht es weiter in Brust und dann haben wir, dass das Ganze so ein bisschen eher lässiger durchgesungen wird. Ja. Denn nur so fühlt es sich an, als ob ich frei bin. Ja, und da hatten wir den ersten Part in Kopf und den nächsten Part in Brust. Was auch einfach passt, weil sie spielt das Ganze ja akustisch. Und jetzt überlegt man einfach von dem musikalischen Arrangement, wenn sie jetzt da volle Power durchdrücken würde mit Bruststimme, dann könnte es einfach zu aggressiv rüberkommen. Und deswegen ist dieses Zwischenspiel viel schöner. Weil wir haben hier nur ein Klavier, wir haben hier keine Vollband, ja. Und das ist auch ein Fehler von vielen Sängern, dass die zu viel Gas geben, aber das Instrumental einfach viel zu leise ist, ja. Und ich sehe die Sonne spiegelt sich in der Schuppe, Scheiben schwarz, denn ich bin jetzt ein spiegelt sich in der Schuppe. Ja, der Kiefer ist auch ganz locker, da ist jetzt keine übertriebene Bewegung. Es ist kein, und der Kiefer, der spiegelt sich in der Schuppe. Ich hab mich übertreib mal wieder voll, ne? Okay, wir schauen mal weiter. Ja, ich war. Ich bin wieder viel zu schnell auf dem Highway. Schon verrückt, was passiert ist. So war das nicht vor ein paar Jahren. Auch cool, Gänsehaut. Auch wenn's manchmal zu viel ist. Nehm den Fuß, ich vom Gas. Handschuhfach ist voll mit hunderttausenden Bar. Das alles hat keinen Wert, seit sie sagen, Mama ist krank. Meine Träume wurden wahr. Ja, die Ele hat da auch einfach eine brutal geile Stimme, muss man echt sagen. Ich liebe ja Frauen mit tiefen Stimmen. Die Ele hat einen super Wiedererkennungswert in der Stimme. Ich kenne sie ja von früheren anderen Songs und freue mich für sie, dass sie jetzt so mehr mainstreamiger unterwegs ist und da so einen kommerziellen Erfolg hat. Die hat eine wirklich runde, warme, erinnert mich auch so ein bisschen an Toni Braxton, kennen viele wahrscheinlich gar nicht, aber die hat diese Wärme in der Stimme. Man hört, dass sie die Kraft auch in der Stimme hat. Und was sie jetzt halt macht, ist, dass das Ganze so ein bisschen, es ist halt nicht Vollgas auf Power. Das bedeutet, da ist jetzt nicht so viel Spannung auf den Stimmbändern. Es ist da nicht irgendwie durchgedrückt, sondern das Ganze ist noch relativ soft in der Lautstärke. Man darf jetzt nicht verwechseln zwischen hauchig und soft. Es sind immer noch zwei paar Unterschiede. Also man kann auch leise sein und trotzdem mit geschlossenen Stimmbändern unterwegs sein. Der Zeit, mein Ex-Freund schreibt mir, es tut ihm heute leid. Light, light. Interessanter Bounce, würde man sagen, wenn man einfach auf einem Ton oder auf einem Vokal rotiert. Light.
Vor allem, dass sie das auch auf diesem Light macht. Auch interessant, eine stilistische Möglichkeit. Ihr seht, ihr habt ganz viele Möglichkeiten als Sänger. Ja, ich weiß, du wärst so gerne dabei. Gerne dabei. Ich glaub, ich bleib lieber allein. Bleib allein. Ich bin wieder viel zu... Und auch ein bisschen tieferer Kehlkopf. Ich glaub, ich bleib wieder allein. Tieferer Kehlkopf hier auch. Ihr seht ja, mein Kehlkopf, wenn ich spreche, ist ja ein Ticken höher, weil ich will mich ja artikulieren, ich will, dass die Leute mich hören, deswegen automatisch gehe ich ein bisschen höher mit meinem Kehlkopf. Aber ich glaube, ich bleib wieder allein. Tiefer Kehlkopf hier. Wir gehen jetzt mal rüber zu der Katja. But you wanna see the Queen? Queen K. Sie hassen mich und ich lieb es. Ohne Nike kein Erfolg. Jetzt wollen sie mich verbieten. Doch die Venues sind voll. Meine Brüder schauen von oben zu. Ich schwör, ich mache euch stolz. Erzähl mir nichts von Realness. Dieses Herz aus Gold. Alle meinten, dieser Hype geht vorbei. Ja, ihr kennt ja schon meine Meinung zu Katja, weil das ist ja, wie gesagt, schon, glaube ich, das vierte oder fünfte Video. Es ist jetzt hier in dem Fall sehr durchgerappt gewesen oder Sprechgesang. Und es war auch immer noch sehr clean und man merkt auch einfach, es ist nicht so viel Autotune dabei, wie es mal früher war, vor 2, 3 Jahren oder wenn wir mal an Doggy denken oder so. Das ist auf jeden Fall, man merkt einfach diese Weiterentwicklung, ne? Und dass es einfach cleaner und präziser ist. Man darf aber jetzt auch nicht vergessen, das ist zwar eine Akustik-Studio-Version, aber das ist eine im Studio aufgenommene Akustik-Version. Das heißt, diese Versionen sind ja auch nochmal vom Produzenten sauber gemacht worden, Clean-up. Es ist also nicht wie so ein Live-Setting, wo das wirklich raw ist. Und auch wenn etwas live ist, so hat das Mikrofon ja auch heutzutage schon einen Filter. Die Sound-Engineers sind heute wirklich super, super gut dabei. Das gab es ja früher nicht in den 80er, 90ern, was die Technik so fortgeschritten war wie heute. Heute können Künstler... Justin Bieber wurde mal bei einem Konzert erwischt, wie er mal tiefer gesungen hat und dann kam es halt einen ganzen Sprung höher raus. Und die Mikrofone sind heute, haben auch Filter da drin, wo das einfach sauber rausgegeben wird. Das ist jetzt aber nicht der entscheidende Punkt, weil ich bin der Meinung, wenn du alle drei Künstlerinnen live siehst, könnten die das alle auch so nachsingen. Mein erstes Album ging direkt auf die Eins. So viele Zahlen auf dem Steuerbescheid. So viele Zahlen auf dem Steuerbescheid. Das ist ausgesungen. So viele Zahlen auf dem Steuerbescheid. Und das ist aber alles nicht mit sehr viel Power gesungen, weil wir haben immer noch Piano. Es ist nicht so viele Zahlen auf dem Steuerbescheid. Wow, es ist zu viel Power für zu wenig Instrumental. Was wir hier auch schon haben, sind die Harmonien, ne? Und Harmonien ist immer auf gut Deutsch. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht pain in the ass. Ja, es ist immer wieder, auf gut Deutsch vor allem auch. Es ist immer wieder ein bisschen anstrengend mit Harmonien, ja. Es geht allen so, deswegen ich finde Harmonien ja klasse. Wir machen jetzt mal bis hierhin. Ich möchte mich auch echt wirklich bei der Katja bedanken, dass sie da mich gerepostet hat. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dieser Moment für mich war. Es war wirklich so, ich glaube, meine Beine haben gezittert. Ich habe echt gedacht, oh Gott, ich habe den Hund, glaube ich, echt zu Tode gestreichelt, weil ich so einfach nur baff war und mich einfach übelst krass gefreut habe. Und vor allem auch, dass die Gesangsanalyse angekommen ist. Und auch die letzte bei euch, ich freue mich mega. Und hoffentlich klickt ihr das jetzt hier auch ganz fleißig. Ja, deswegen freue ich mich umso mehr. Daumen hoch, Abonnement. Und ich bin ganz, ganz viel auf Instagram. Ich bin mehr auf Instagram, als dass ich eigentlich auf YouTube bin. Deswegen schaut doch mal vorbei auf meinem Instagram-Account. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt in die nächsten Videos reinschaut. Ich grüße euch, euer Vocal Coach Tanja. Endlich richtig singen lernen. Mit den Gesangspaketen komme ich direkt zu dir nach Hause. Mit einem Download. Mit Power singen, Mix Voice lernen oder endlich Riff and Runs singen wie Ariana Grande.